So, wir suchen immer noch die Wache und wir wissen immer noch nicht, wo sie ist. Wieder knapp dem Crash entgangen. Schauen wir hier noch mal jetzt. Oh, diese beschissenen Ampeln, ey. Es ist unglaublich, echt. Komm, wir fahren jetzt woanders lang. Kein Bock zu warten. Also, das nervt wirklich, ey. Warum finde ich. Das gibt's doch gar nicht. Sonst habe ich die Wache doch immer gefunden. So weit unten ist die doch nicht. Der Knast. Da ist die Wache. Dankeschön. Oh, nee. So. Ach Mensch. So. Open door, get out, close door. Dann schauen wir gleich mal, was beim Briefing gibt für uns. Hallo, schneller. Beweg deinen Arsch. Erstmal umziehen. Ah, wenigstens haben wir noch genug Zeit, um uns umzuziehen. Ja. Besser ist, alle hauen sie jetzt ab und wir können wieder antreten zum Dienst. Kannst du dir das vorstellen mit dem Morris Fudley? Ich habe die ganze Seife versteckt und der ist immer noch am Duschen. Ich frage mich, ob seine Frau zum Fluss geht, um zu duschen. So. Okay, dann eben noch ein Schauer. Hat einer nackt gebreakdanced auf Kies. Sein Rücken sah aus wie rohes Fleisch. Ja, schön. Er hat da wohl irgendeinen Junkie hochgenommen. So, geduscht ist. Ja, locker ist too far away, sicher. So. Get ammo. Ja. Open briefcase. Take briefcase. Open briefcase. Get all. Close briefcase. Close locker. So. Da sitzt auch einer auf dem Klo unten rechts übrigens. Erstmal schnappen wir uns hier die Ausrüstung, bevor ich die vergesse. Und dann gehen wir zum Briefing. Mann. Tippen kann ich auch nicht mehr. Drug Traffic must stop. In einer ernsten Stimme erinnert dich Dooley. Pünktlich zu Briefings zu erscheinen. Könnte einige dieser, ja, Memos aus deinem Fach fernhalten, also diese, ja, Ermahnungsmemos. Dooley sagt: Männer, wir haben Informationen erhalten, betreff einer vermissten Person, ja, die heute Morgen eingereicht worden sind. Es scheint, dass ein mexikanischer Mann, ja, 5 Fuß 8 groß, 145 Pfund, schwarzes Haar, braune Augen, namens José Martinez, zuletzt von seiner Frau vor 2 Tagen gesehen wurde,
als er in einen, ja, hellblauen Cadillac einstieg. Late Model Light Blue Cadillac, das erinnert uns doch an was. Keiner hat Martinez seitdem gesehen oder von ihm gehört. Die Person hat, ja, vorherige Festnahmen, inklusive Drogenverkauf, sagt Dooley und beendet das Briefing. Seid gewarnt, dass dieser schwarze Cadillac der gleiche ist wie der, der in dem kürzlichen Mord an Lottie West verwendet wurde. Wir haben eine, ja, ein Teil des Nummernschildes und der lautet L964. Ich glaube, das war doch der gleiche, den wir beim letzten Mal da auch hatten. So, wir kriegen unsere Funknummern zugewiesen. Ja, und das war's. Gut. Kann ich jetzt eigentlich was aufschreiben? L964, schreiben wir mal auf. Gut. Cool, da habe ich sogar einen Punkt für bekommen. Look Pigeonhole. Yeah, wir haben einen Brief, eine Nachricht von einem unbekannten Informanten und der informiert uns über illegale Zockaktivitäten mit hohen Einsätzen im schwarzen, im Hinterzimmer, im schwarzen, ich habe Blackroom gelesen, im Hinterzimmer der Hotel Delphoria Cocktail Lounge. Ja, und wir wollen uns die Informationen merken und schmeißen das weg. Gut, also Zockerei geht ab im Hotel Delphoria. Gut. Dann begeben wir uns mal wieder auf die Straße. Erstmal wieder dieser blöde Safety-Check, sonst bleiben wir wieder stecken hier. Jawohl. So. So, wir speichern. Auch wieder hier. Und Drive. So, das Übliche. Wir fahren jetzt wieder durch die Gegend, bis was passiert. Fahren wir mal hier lang. Ein geklautes Auto wurde in unserer Nachbarschaft ja, gemeldet. Hellblauer Cadillac. Near Jefferson High. Wahrscheinlich Drogen involviert. Da ist er doch. Ah, ja, schön. Ey, das ist so nervig mit diesem beschissenen Explodieren. Ehrlich, ey, ich könnte so abkotzen. Ohne Spaß. Nicht wieder irgendwo reinfahren. So. Tucker, 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 tucker. Speichern nochmal. Weil besser ist. Könnt ihr sterben. So ein Bordstein ist schon tödlich. So. Grün werden, wenn es geht. Und zwar ein bisschen schneller. Danke. Da ist er doch, der blaue. So, jetzt speichern wir nochmal. So. Jawohl, da haben wir ihn angehalten. Wir halten ihn an. Ja. Gut.
Gut, und damit beende ich erstmal diese Episode und was danach kommt, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann!